Nahezu endloses Hin- und Her-Teleportieren auf Sorg in Diablo 4. Wie funktioniert sowas eigentlich? Das funktioniert eigentlich nur wegen meinem ganzen Attack-Speed in Kombination mit dem Modifikator, den ich auf meinen Schuhen habe, mit dem ich pro Angriff den Cooldown von meinem Evade runtersetze. Das bringt uns auch zum Thema vom heutigen Video, und zwar Attack-Speed. Wie funktioniert eigentlich Attack-Speed in Diablo 4? Die Frage klären wir heute und dafür würde ich mal sagen, begebe ich mich in die Testarena. Okay, hier befinde ich mich jetzt in der Testarena und hier klären wir jetzt genau, wie Attack Speed in Diablo 4 funktioniert und wie der ausgerechnet wird. So, und zwar unser Grund-Attack Speed wird immer von der Waffe, die wir tragen, bestimmt. In dem Falle trage ich gerade einen Dolch, der hat 1,2 Angriffe die Sekunde, steht oben dabei. Und das sehen wir auch hier bei meinem Weapon Speed in meinen Details, 1,2 Attacks pro Sekunde. Ziehe ich jetzt einen Zweihandstab an, zum Beispiel, habe ich nur einen Angriff die Sekunde. Okay, und da oben drauf wird dann unser Attack Speed Bonus gerechnet. Und Attack Speed Bonus ist in jeglicher Form additiv. Bedeutet, ich habe jetzt hier 28,8%, die setzen sich wie folgt zusammen. 15% von meinen Handschuhen plus 13,8% von meinem Paragon. Bedeutet, hier habe ich ein paar Paragon-Notes, die Attack Speed geben und hier hinten. Nicht wundern, manche Paragon-Notes sind nicht exakt angegeben. Wenn hier 1,3% Attack-Speed steht, dann ist das manchmal 1,25% mehr Attack-Speed. Und es wird ein bisschen schlecht gerundet. Deswegen, eigentlich, wenn man das zusammenrechnen müsste, würde exakt hätte ich 29%, aber ich habe nur 28,8%. Liegt daran, dass Paragon-Notes nicht exakt angegeben sind, leider. So, das wird quasi einfach alles aufeinander addiert. Und wenn wir jetzt nochmal irgendwelche Arten von Attack-Speed-Effekten haben, zum Beispiel hier auf dem Amulett, habe ich den ESO-Effekt. While both bonuses from the ESO's Ferocity Key Passive active, your attack speed is increased by 75%. 75% mehr Attack Speed nochmal. ESO's Passive geht einfach an, wenn ich zum Beispiel an einem Boss kritte. Ich kann euch das mal zeigen. So. Hier, das ist die ESO-Passive, die habe ich dabei. Hier habe ich eine Boss-Puppe. Und wenn ich jetzt einfach an der kritte, sehen wir es. Ich habe 100% Attack Speed. Und da merkt ihr schon, dass etwas nicht aufgeht. 28% plus 75 ergeben keine 100. Jetzt gerade aufgegangen. Ich kann hier nochmal ein bisschen hitten. Zack. 100%. Und das liegt daran, dass wir nämlich verschiedene Attack-Speed-Kategorien haben, die bei 100% mehr Attack-Speed gecapped sind. Jegliche Form von Attack-Speed ist additiv, aber es gibt zwei Blöcke an Attack-Speed, die jeweils maximal ein Cap von 100% erreichen können. So. Und diese ESO-Passive zählt zum Beispiel in den ersten Block rein. Im ersten Block ist auch mein Gear sozusagen, hier der Attack-Speed-Roll von meinen Handschuhen. Und auch gleichzeitig mein Paragon. Was auch in dem ersten Block drin wäre, wäre zum Beispiel die Assault, also eine Attack-Speed-Potion. Hier, 20% mehr Attack-Speed, ich nehme das Ding. Wir schauen auf meinen Attack-Speed. Ich habe 48% jetzt, ohne dass die ESO-Passive an ist. Greif hier ein bisschen an. 100%. Ich sollte eigentlich 75% mehr durch mein Ammo bekommen, bekomme aber gerade mal knapp 50% dazu, weil ich halt an dieses 100% Cap dran stoße. So, und deswegen tun wir quasi extra unser Gear und unsere Aspekte so auslegen, dass wir am besten in keiner Kategorie Attack Speed overcappen. Bedeutet, jetzt kommen wir zur teilweise zweiten Kategorie an Attack Speed. Und zwar, dafür habe ich normalerweise das Amulett hier an. Das ist der Accelerating Aspekt. Der gibt mir jetzt hier auf dem Amulett 38% mehr Attack Speed, wenn ich mit Core Skills kritte. Ich habe hier einen Core Skill, das sind meine Charge Bolts. Wenn ich mit dem kritte, bekomme ich Bonus Attack Speed. Gleichzeitig habe ich meinen ESO-Effekt hier mit 50% auf meinen Handschuhen. 50% ESO-Effekt auf meinen Handschuhen wäre ich hier bei 98% quasi. Bedeutet, ich kann ja mit irgendwas mal kritten, was kein ESO-Effekt ist. 98% seht ihr. 98,8%, weil ich mit meinem Teleport gekrittet habe. So. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen beim Core-Skill hitte, seht ihr, ich bin bei 136,3%. Und zwar, weil dieser Accelerating-Aspekt in die zweite Kategorie reinzählt, der addiert sich zwar auf den Rest oben drauf, aber kann über dieses 100%-Cap oben drüber, weil er in seinem eigenen 100%-Cap ist. So, hier gibt es noch ein paar andere Sachen, die da mit reinzählen. Zum Beispiel bei Sorg dann die Unstable Currents-Passive. Die gibt mir nochmal 25% mehr Attack-Speed. Leute, wenn ich jetzt hier schieße, ich bin bei den... Wir schießen hier 136%. Ich mache die Ulti an. 161,3%. Ja, und das quasi herauszufinden, welcher Effekt, welche Passive, welches Item von welcher Klasse zählt jetzt in welche Kategorie rein,
Ist natürlich ziemlich schwierig, aber da haben uns andere Leute schon ein bisschen die Arbeit abgenommen. Und dafür öffne ich nämlich hier mal eine Tabelle. Und zwar, die habe ich auch aus einem YouTube-Video, und zwar von Xario. Ich verlinke euch gerne das Video in der Videobeschreibung und auch die Tabelle. Und zwar, hier seht ihr nämlich von jeder Klasse beide Kategorien aufgelistet. Wir waren jetzt gerade eben bei Sorg. Und da sehen wir es nämlich hier. Elixier wird plus gerechnet auf, zum Beispiel hier Andarius Visage, hat auch nur einen ganz normalen Attack Speed Roll drauf. Oder Paragon, Attack Speed on Gloves, auf Handschuhen, das hatte ich ja gerade eben. Ancient Flame ist nochmal ein anderer Effekt. Oder der Lucanda-Stab, der auch einfach nur 20% Attack Speed oben drauf hat. Hier neben sehen wir die zweite Kategorie, was ich jetzt gerade eben benutzt habe, den Accelerating-Aspekt. Hier gibt es den Rapid-Aspekt, das ist der, der Bonus-Attack-Speed für Basic-Attacken gibt. Dann gibt es Basic-Attack-Speed, einen Gear-Affix. Kennt ihr vielleicht, das rollt auf Helme drauf und auch Nebenhände. Bis zu 15% mehr Attack-Speed mit Basic-Attacks. Was ich gerade eben hier benutzt habe, die Unstable Currents-Passive, Ulti. Die auch nochmal 25% mehr Attack-Speed gesehen habt. Und diese beiden Kategorien hier, Cap 2 und Cap 1, gehen bis maximal 100% hoch. Das heißt, wir können maximal insgesamt 200% mehr Attack Speed haben in Diablo 4. Das Ganze wird dann natürlich noch ein bisschen erhöht, indem wir die Waffe nehmen mit den meisten Attacks pro Sekunde. Das sind eigentlich Dolche und Zauberstäbe und so mit 1,2 Attacks. Ich glaube, es gibt nichts, was drüber zählt. Ja, und das Ganze können wir dann maximal um 200% steigern. Und an der Stelle kommt noch ein wichtiges Thema, was man natürlich in Diablo Games auch immer ansprechen muss. Und zwar aus Diablo 2 und Diablo 3 kennen wir es, die Attack Speed Breakpoints. Bedeutet, jede Animation und jeder Skill hat Attack Speed Frame Rate Breakpoints. Immer einen Punkt an Attack Speed, an dem die Animation wirklich von den Frames her schneller ausgeführt wird. Bedeutet, nicht jedes Fitzelchen an prozentual mehr Attack Speed lässt deine Animation wirklich schneller ausführen. Es gibt natürlich Breakpoints, ab denen wirklich du sozusagen einen Frame schneller deinen Angriff castest. Ja, in Diablo 2 oder Diablo 3 hatten wir da genug Planerseiten und jahrelange Daten, die uns für jeden einzelnen Skill von jeder Klasse einfach Attack Speed, Frame Rate, Breakpoint sozusagen genannt haben. Dann heißt das quasi, ab 15% mehr Attack Speed greift dein Angriff alle 10 Frames an, ab 20% alle 14 Frames, ab 30% alle 13 Frames und so weiter und so fort. Und natürlich auf diese Breakpoints, auf diese Punkte an Attack Speed hat man versucht immer darauf hinzuarbeiten, um natürlich nichts zu verschwenden, weil wenn zum Beispiel der eine Breakpoint bei 50% Attack Speed liegt und der andere bei 60%, du ziehst extra ein Item an, um 59% mehr Attack Speed zu haben, dann sind diese 9% oben drüber quasi useless. Damit kannst du dir was im Paragon vielleicht sparen, oder auch ein Item-Roll generell sparen. Oder dir fehlen genau irgendwie 0,2% Attack-Speed für den nächsten Breakpoint. Und es würde sich lohnen, deine Handschuhe auf maximales Attack-Speed umzurollen. Oder ein anderes Paar an Handschuhen zu nehmen. Leider haben wir dazu in Diablo 4 noch nicht genug Daten, dass wir jetzt von jeder Klasse exakte Attack-Speed-Breakpoints haben. Deswegen wollte ich euch nur erstmal nahelegen, wie funktioniert grundsätzlich Attack-Speed in Diablo 4 mit diesen zwei Kategorien. Damit ihr nicht unnötig in eine Kategorie reinsteckt, die bereits bei 100% gecapped ist. Denn das ist dann wirklich verschwendet, egal wo die Breakpoints liegen. Ja, im Laufe der nächsten Jahre, nächsten Zeit, auch mit den kommenden Leaderboards, mit dem Gauntlet, werden, denke ich, genug Tabellen und Listen erstellt werden, wo die Breakpoints herausgefunden werden. Das ist wirklich Pixelarbeit, Aufnahmen machen mit verschiedenen Prozenten an der Attack-Speed und schauen, ab wann wirklich vom Frame her die Animation schneller wird, wann schneller der Schaden rüberkommt, ist extrem, extrem viel Arbeit. Kann ich mir persönlich nicht machen, ich kriege das nicht gut hin. Aber wir hoffen mal, Website und andere Leute werden uns diese Daten zur Verfügung stellen. Ansonsten kann ich euch bis dahin erstmal diese Tabelle geben und die Informationen weitergeben, wie grundsätzlich Attack Speed in Diablo 4 funktioniert. Das war's mit dem Video. Falls ihr wirklich irgendwelche Quellen habt an Attack Speed Breakpoints, ich weiß, für einzelne Spells wie Ball Lightning oder sowas existiert da schon was, aber noch nicht für die breite Masse an Spells. Wenn ihr weitere Infos habt, könnt ihr gerne in die Videokommentare hauen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann.